Hi miteinander, ich zeige euch heute, wie man einen alten Dieselmotor von einem Bulldog startet. Zwar guckt man als erstes mal, dass wir im Leerlauf sind, also kein Gang drin ist, und dann drückt man den Zündschlüssel rein. Dann geht der obere das Licht leer. Wenn man dreht, geht zusätzlich das Licht an. Wichtig ist einfach bloß, dass man reinsteckt. Als nächstes, der muss Handgas ein bisschen verstellen, dass er ein bisschen Gas gibt. Zum Starten braucht er natürlich Sprit, ist ja ganz klar. Und dann geht es ans Vorglied. Dazu, der man den schwarzen Knauf da unten einfach bloß ein bisschen rausziehen. Nur nicht ganz rausziehen, sondern bloß bis es schwerer geht. Und dann dauert es bis zu 15 Sekunden oder sowas. Im Winter sollte man auch mal eine Minute vorglühen, wenn es Minusgrade oder so hat. Wenn da drinnen der Draht glüht, dann ist im Normalfall genug vorglüht. Und man kann mit viel Ruß und Krach den Motor auch machen. Und dann geht auch das rote Licht wieder aus und der Bulldog läuft. Super Sache.